Hallo, liebe Freunde und Feinde. Ich habe ein Buch, das wollte ich mal vorstellen. Und zwar ein eher unscheinbares Buch, was aber super voller Informationen ist. Und zwar Villa Bocage's Through the Lens von Daniel Taylor. Das Buch ist aus dem After the Battle Verlag in England, 1999 erschienen. 88 Seiten. Und es schildert den Kampf hauptsächlich von Michael Wittmann am 13.06.44 in Villa Bocage, wo Wittmann mit seinen wenigen Tigern, die er hatte, eine britische Angriffsspitze fast im Alleingang aufgerieben hat. Das Buch ist von Qualität her super. Es ist ein kleines Buch nur, ne? 88 Seiten ist nicht, ist jetzt, ne? Denkt man, boah, ist auch nicht allzu teuer, wenn man jetzt die anderen After the Battle Bücher im Vergleich hat. Aber das Buch hat sehr viele, ich nehme mal den Schutzumschlag ab, ist nachher einfacher, sehr viele Vorteile. Und zwar beginnt es mit der Vorgeschichte, und zwar die komplette Gliederung der beteiligten englischen Kräfte, die Gliederung der deutschen Kräfte, wobei hier zu sagen ist, das ist die Zollstärke. An dem Tag waren nur 5 Tiger 1 im Einsatzraum angekommen. Der Rest war noch nicht entladen, ist auf dem Marsch liegen geblieben, sonst irgendwas. Ne? Also das hier ist die Zollliste. Die gab es so nicht. Nö. Es sind tolle Zeichnungen dabei, große Zeichnungen, wo ganz genau erklärt wird, wer wo fuhr, wer gerade wo war. Und dann geht's los. Und zwar Fotos. Es ist so ziemlich jeder Panzer dargestellt, den Wittmann abgeschossen hat. Fast immer mit Namen des Kommandanten und so weiter. Auch in verschiedenen Ansichten. Das ist cool. Das muss man einfach sagen. Hier steht, wo die Panzer standen. In Villa Bocage. Hier ist die Kreuzung vor Villa Bocage. Und die meisten Fotos oder fast alle Fotos sind von den deutschen Kriegsberichterstattern, die natürlich diesen beeindruckenden deutschen Sieg fotografisch festgehalten haben. Klar, Propaganda tut Not, ne? Es gibt Luftbilder, wo genau auch auf dem Luftbild geschrieben wird, wo was war. Und es gibt ohne Ende Fotos, 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 Fotos. Es gibt auch hier die Fotos der englischen Gefallenen, die sieht man meist in den Büchern ja nicht. Ne? Die Engländer hatten nicht nur herbe Panzerverluste, sondern auch Personalverluste. Nicht nur Gefangene, sondern auch jede Menge Tote, die sind hier auch abgebildet. Das ist natürlich, ja, interessant, bedrückend, aber es gehört halt dazu. Ne? Hier ist dargestellt mit den Tigern, die verloren gegangen sind. Ist jetzt nur einer. Und wie gesagt, es gibt immer Karten, wo welcher Panzer stand und von wo er abgeschossen wurde. Es gibt jede Menge Bilder, die man auch nicht so häufig sieht, von den Begleitinfanteristen, vom Erkundungszug und so, die da rumfuhren. Das ist also sehr interessant. Am Ende gibt es eine Karte und alle bekannten Fotos dieser Propagandafilmrollen, wo die Fotos aufgenommen wurden. Das ist natürlich beeindruckend. Also da kann man ganz genau verfolgen, was da nun abging. Der Text ist okay. Der Text ist gut erklärend, nicht zu detailliert. Also es ist ein schönes Buch, das kann man toll lesen. Gerade so für Dioramenbauer und so ist das echt fein. Und wer, sag ich mal, so für den Panzerkampf interessiert, für Tiger, für Michael Wittmann, der wird hier echt gut fündig. Also es macht echt Spaß auch zu lesen. Ist interessant. Inzwischen weiß man ja, dass Michael Wittmann mehr Panzer zugesprochen hat als Abschuss, als er selber abgeschossen hat. Aber das passiert. Muss man beleben, ne? Gab so in manchen Foren voll die Aufregung. Oh, Michael Wittmann hat gar nicht 132 Panzer abgeschossen, nur 127. Und
juckt mich auch nicht. So, wie gesagt, das Buch ist cool. Nur in englischer Sprache, in Deutsch gibt es nicht, wüsste ich nicht. Ist auf jeden Fall wert, kostet zwischen 20 und 30 Euro. Und dafür hat man die volle Ladung. Ich würde es absolut empfehlen. So, Empfehlung gegeben. Das war's. Ich freue mich, vielleicht nächstes Mal wieder. Tschüss.